Heute ist eine Kinopremiere von Hals über Kopf. Was erwartet denn den Zuschauer in einer ersten Hauptrolle im Kino? Was erwartet man? Was können Sie erwarten? Einen sympathischen Proleten, der viel Blödsinn aufführt und trotzdem irgendwie sich da durchrackert und der aber wirklich auch sehr viel Herz besitzt. Also ich hoffe, das sieht man auch. Und natürlich einen Film, der einfach viel Spaß und Freude bereitet. Also für mich ist das Schönste, wenn die Leute dann nach dem Film rausgehen mit einem Grinsen im Gesicht und sagen, Herrst, schau, ist ein schöner Abend. Wir haben Spaß gehabt, ich habe gelacht, ein bisschen geweint habe ich vielleicht auch. Also das wäre das Schönste, wenn sie rausgehen. Das hoffe ich, dass der Film macht, ja. Es ist lustig, es ist traurig, es ist ordentlich Action drin. Und ich glaube, so ein Film hat es in der Form in Österreich noch nicht gegeben, weil er eben so viele Genres miteinander verbindet und weil er eigentlich nur eins will, und zwar ein guter Abend im Kino. Weil alle wollen sein Geld haben. Der Onkel, die Deppen von der Bank. Sag mal, glaubt das alle ist scheiße, gell? Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Kickback-Zahlungen, alles. Zerfetz mir das Kleid. Was? Zerfetz mir das Hochzeitskleid. Das muss echt wirken, brutal. Nein, das mache ich nicht, hör auf jetzt. Das ist deine erste Hauptrolle. Kannst du dich noch an deine Anfänge erinnern? Ich war todesnervös. Also ich war, glaube ich, auch viel nervöser als der Otto. Und meine erste Rolle, das waren 3 Drehtage. Also es war wirklich nur kurz und ich war 3 Tage so extrem nervös. Das war richtig schrecklich. Also eigentlich unaushaltbar. Und ich bin sehr froh, dass sich das gebessert hat, weil sonst hätte ich den Beruf nicht auf Dauer ausüben können. Die Rolle, die Sie spielen, ist ja schon sehr gaunermäßig. Was bevorzugen Sie denn? So die lieberen Rollen eigentlich oder schon so die böseren? Das ist völlig gleich. In dem Film hat es einen Riesenspaß gemacht, so ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Ein bisschen eine Karikatur von einem Wiener Vorstadt-Mafioso zu geben. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Der Onkel sucht dich. Er will seine scheiß Kohle. Polizei ist da. Der Film ist ja schon 2019 gedreht worden. Was sagst du jetzt dazu, dass es endlich soweit ist, dass die Leute den Film sehen? Du, ich glaub's erst, wenn die Premiere vorbei ist. Also wirklich. Na, wir sind ja schon wirklich, wir haben schon so 2, also in diesen 3 Jahren haben wir schon 2 andere Termine gehabt, wo wir schon drauf gefreut haben und dann ist es doch nicht. Und jetzt stehen wir schon mal da und haben ein Interview. Jetzt hoffen wir, jetzt schauen wir, vielleicht stehen wir ja in 2 Jahren da und jetzt können wir es endlich austragen, das Interview. Ich weiß nicht, aber ich freue mich endlich, dass dieser wunderschöne Film das Licht der Welt erblickt und wir endlich schauen können, wie es den Leuten gefällt. Du studierst gar nicht Philosophie? Das ist keine Führung. Nicht einmal annähernd.